So, ich möchte euch in diesem Video mal zeigen, wie ihr gezielt Funkcodes aufspüren und identifizieren und dekodieren könnt. Aufspüren, dazu müsstet ihr wissen, wo ihr suchen sollt. Da habe ich hier in diesem Programm hier so eine Frequenzliste, die heißt Frequency Utility. Die könnt ihr aufrufen. Da habt ihr ja alle möglichen Frequenzen. Die könnt ihr so abgrasen und dann halt hier steht ja netterweise immer dabei, was es ist. Aber naja, manchmal dann weiß man doch nicht so genau. Ich wüsste hier jetzt nicht. Dann würde ich auf RTTY tippen, hier bei diesem hier. Wird es wohl auch sein. Aber naja gut, es kommt halt vor, dass man gewisse Signale nicht identifizieren kann, so auf Anhieb. Und da habe ich hier diesen Button hier eingerichtet, SigitWiki. Da klickt er einfach drauf. Und da habt ihr diese wunderbare Webseite mit allen möglichen Funkcodes. Die sind nach Frequenz sortiert. HF ist zum Beispiel High Frequency für Kurzwelle. Also wenn ihr jetzt auf Kurzwelle irgendetwas entdeckt habt, irgendein komisches Gequietsche oder Gerattere oder was weiß ich, oder sowas komisches hier so wie so Vogelgezwitscher, dann könnt ihr das hiermit bestimmen. Also identifizieren. Cochlea, das habe ich auch schon mal gehört. Also den Namen. Ah, das wird wohl nicht mehr verwendet. So, dann könnt ihr das hiermit identifizieren. Dann wisst ihr schon mal, wie das heißt. Und was weiß ich. Nehmen wir mal an, es ist hier FSQ zum Beispiel, ne? Merkwürdig. So, dann würdet ihr hier draufklicken und hättet noch weitere wichtige Informationen über diesen Code und was ihr beachten müsst, was man einstellen muss und so weiter, ne? Wenn ihr dann, weil der Dekodierer möchte das gerne wissen, der braucht Parameter, damit er die einstellen müsst. Damit, ach hier, das sind die Alien Sounds, die hatte ich euch schon mal vorgespielt. Da wusste ich selber nicht, was das ist. Und irgendeiner hat mir dann den Tipp gegeben, es ist FT8 und so war es dann auch. Ja, das hätte ich auch selber finden können. Also, ich habe auch gesucht, aber ich war zu einem anderen Ergebnis gekommen. So, jedenfalls möchte ich euch jetzt mal anhand eines Beispiels also zeigen, wie man einen Funkcode dekodiert. Und zwar fangen wir mit was ganz Einfachem an, mit einem RTTY. Ihr könnt natürlich auch, ich habe noch eine Liste. Es gibt einmal diese Liste hier, dann habe ich noch eine andere Liste. Dazu müsste ich hier das Logbuch aufrufen. Hier, das ist eigentlich für, es gibt für jeden Frequenzbereich, habe ich hier ein Logbuch zur Verfügung gestellt. Da könnt ihr die gefundenen Frequenzen eintragen mit verschiedenen zusätzlichen Informationen und Bemerkungen und so weiter. Das sind Excel-Tabellen. Ihr könnt ihr auch extern in eurem Excel-Programm bearbeiten und dann hier wieder aufrufen. Das geht natürlich auch. Dann ist das nicht so pupsig klein. So, es gibt hier eine Excel-Tabelle, die heißt Übersicht Frequenzen. Ich gehe hier auf Schließen und wieder auf Öffnen. Und immer wenn hier Utility steht, dann ist das, geht es hier um Funkcodes. Und in diesem Frequenzbereich könnt ihr euch dann auch auf die Suche machen und da mal schauen, ob es da irgendwas gibt. Denn ihr habt ja bei dem SDR-Radio, was ihr ja übers Internet steuern könnt, von der Universität Twente, da habt ihr ja
einen Überblick über die Aktivitäten, die dort los sind. Ich werde jetzt zum Beispiel mal was auf 147 Kilohertz suchen. Ich gehe hier in den Zoom, hier ist der Zoom-Bereich, also die Zoom-Einstellungen. Ich gehe auf Max In, dann habe ich es schön groß. Dann höre ich hier dieses typische RTTY-Getuckere. Und ihr seht jetzt hier eigentlich, es müsste eigentlich 147,3 sein. Ich kann euch das mal aufrufen hier. Seewetterbericht. RTTY Langwelle. Das ist vom Deutschen Wetterdienst. Und das ist hier die zweite. Es gibt hier 1 und 2. Sendeplan 1 und 2. Ist der zweite hier 147,3. Es ist aber auf 146,64 eingestellt. Ich könnte es ein bisschen knapper machen, ne? Aber ich komme nie auf diese 147,3. Und das liegt an dem USB, Upper Sideband, ne? Das liegt an diesem Modus. Dadurch kommt diese Verschiebung zustande. Nur nicht, dass ihr euch nicht wundert. Ja, das ist hier also die Frequenz 147,3. Und es gibt hier zwei Parameter, die ihr beachten müsst, wenn ihr den Dekodierer einrichtet. Das ist einerseits die Geschwindigkeit in Baud, 50 Baud. Das kommt von dem französischen Wissenschaftler Baudot, Baudot geschrieben. Und dann habt ihr noch Hub bzw. Shift auf Englisch. Das sind 85, also 2 mal 42,5, weil das in links und rechts Plus und Minus unterschieden wird. Und jetzt rufe ich mal das Programm auf, nämlich FL-Digi. Ihr könnt hier, wenn ihr das Programm noch nicht habt, einfach draufklicken, dann kommt ihr zu meiner Seite. FL-Digi könnt ihr euch hier kostenlos runterladen. Ich rufe es jetzt mal auf. So sieht es aus. Und hier unten ist so ein Fenster, da seht ihr da auch schon das Signal. Und da müsst ihr, hier sind so gelbe Striche, da müsst ihr drauf zielen. Und damit diese gelben Striche auch genauso breit sind wie diese, aber jetzt sind es ja rote Striche inzwischen, damit die genauso breit sind wie das Signal, wie diese beiden gelben Balken, dazu muss man halt die Einstellungen richtig machen. Und dazu geht man erstmal auf Operation Mode, OP Mode und dann auf den Code, den man gerade meint zu empfangen, RTTY. Und wir müssen, weil das ist ein bisschen eine bisschen exotische Einstellung, die gibt es eigentlich nur einmal, meines Wissens. Ich kenne sonst gar keinen Sender, der die auch benutzt. Und das, was hatten wir eben? 85, ne, bei Shift. 85 und bei Baud waren es 50 und das hier wurde jetzt nicht angegeben, da muss aber Baudot drin stehen und das war's, der Rest kann so bleiben. Safe, close, dann ist es richtig eingestellt. Und dann haben wir hier halt einen Seewetterbericht, ne? Dieser hier ist jetzt nicht so repräsentativ. Es gibt welche, die sind ein bisschen aufschlussreicher. Also wir haben hier jetzt halt die offensichtlich den Wochentag, das Datum. Dann haben wir hier die Windrichtung Süd-Südwest und die Windstärke in Beaufort 4 bis 5. Und das hier sind, die werden immer auch nochmal eingeblendet. Zusätzliche Aussagen zu dem Wetter halt, zu den Wetterbedingungen, ob es neblig ist, ob es regnet und so weiter, ne? Ich glaube, M ist Misty, das ist so Nebel und Regen und so. So, ja, hier im Signal, Radio Signal Explorer könnt ihr das Signal ja auch sichtbar machen. Was schön ist, ihr könnt es hier bremsen, indem ihr auf Durchschnitt klickt. Ihr könnt es auch ein bisschen vergrößern, indem ihr hier den Wert ändert von 3000 auf, sagen wir mal, 2000 oder sogar 1500. Ihr könnt es sogar ganz einfrieren. Dann seht ihr sehr schön hier diese beiden Huckel.
So, das ist also FLDigi, also eigentlich ein einfach zu bedienendes Programm. Man kann hier alles Mögliche ändern. Hier die Farben, die Schriftfarben, die Hintergrundfarben. Ich mag das so ganz gerne halt. Normal ist es anders. Gut, kommen wir jetzt zu einem anderen Code und zu einem anderen Programm, das ich euch noch gerne zeigen möchte. Weil prinzipiell ist es immer das Gleiche, ne? Ich gebe mal die Frequenz 129 Kilohertz ein. Das ist sogar noch ein bisschen niedriger. Und da kommt so ein ganz komisches Geräusch. Mache es mal lauter. Komisch, ne? Ja, und das ist lustigerweise, um Industrieanlagen zu steuern und um Laternen und an- und auszuschalten und um auch die Atomuhrzeit auszusenden an bestimmte Geräte und so weiter, um die zu synchronisieren. Wie komme ich jetzt auf EFR? Und zwar einerseits könnte ich jetzt bei Sigit Wiki, ich weiß ja, ich bin auf Langwelle, dann gehe ich hier auf LF wie Low Frequency, das ist Langwelle. Und dann kann ich mich, hier sind nicht so viele, man sieht es an dem Scrollbalken, der ist ziemlich breit, also da kommt nicht mehr so viel. Da könnte ich mich hier also so durchprobieren einfach, ne? Nee, da ist es nicht. Ja, der ist es hier, ne? EFR, Teleswitch, Europäische Funkrundsteuerung. So, und da habe ich ihn also gefunden. Und da gibt es nicht so viele Programme. Ich kenne nur zwei Programme, die diesen Code dekodieren können. Das eine heißt Multi-PSK. Das kann ich persönlich nicht benutzen, weil ich da immer Kopfschmerzen von kriege. Das ist so brutal hässlich, das Programm. Aber es gibt ein anderes, das heißt Sorcerer, wie Zauberer auf Englisch. Das wurde herausgelöst von einem Programmierer aus einem 10.000-Euro-Programmpaket und der hat das als Freeware zur Verfügung gestellt. Es gibt viele, die sich das nicht trauen zu installieren, weil das Gerücht umgeht, dass es Viren verseucht. Das liegt daran, in dem Moment, wo man das installiert, schlagen sämtliche Virenscanner an und sagen, oh, um Gottes Willen, sofort in die Quarantäne, das ist gefährlich und so. Ist es aber gar nicht. Der Programmierer versichert hoch und heilig, er hat alles geprüft, da ist nichts mit. Und ich benutze es schon seit vielen, vielen Jahren. Einmal ein super Programm. Ich mag dieses Programm sehr gerne. So, und vor allen Dingen ist es sehr fähig. Es kann sehr viele exotische Codes dekodieren. Es ist schön schlicht. Man kann es angucken, ohne ne, bei dem Multi-PSK, das ist so. Ihr könnt es euch ja mal angucken, es ist furchtbar. Jedenfalls, wie bediene ich das? Also Add Decoder klicke ich an. Ich will ja jetzt dieses EFR dekodieren. Und hier ist lustig, hier ist überhaupt gar kein Suchfenster. Das ganze Fenster ist ein Suchfenster, nämlich ohne dass ich da was eingeben kann. Ich tippe einfach EFR auf der Tastatur und schon wird es angezeigt. Ich mache einen Doppelklick drauf, Ziele, genau wie bei dem RTTY. Und schon geht's los. Und da kommt hier so ein merkwürdiger Kauderwelsch, das ist Hexadezimalcode. Also ein besonderes Zahlensystem und mit Buchstaben und Zahlen. Vielleicht kennt ihr das noch aus der Schule. Ich glaube Oberstufe, schätze ich mal. Ne? Oder ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Ist schon zu lange her. Und dann hier haben wir auch noch die exakte Zeit hier. Die wird hier auch immer eingeblendet. Das ist die Atomzeit. Und hier wird auch darauf hingewiesen, dass jetzt noch Sommerzeit ist. Ne? Daylight Saving Time. Und ja, so einfach ist das, ne? Ja, der kann toll, der kann sehr, sehr viele Codes hier, ne?
Ganz komische Codes kann der. Ich habe längst nicht alle ausprobiert. Was ich probiert habe, war Cochlear, hat er sogar, das wird glaube ich gar nicht mehr benutzt. Hier so militärische Sachen auch, ne? Könnt ihr ja mal rumprobieren. Also das macht richtig Spaß. Ich gebe jetzt einfach mal Starnak ein. Genau, also Starnak 4285, das habe ich schon mehrmals dekodiert. Da habe ich auch ein Video drüber veröffentlicht, sogar mehrere. Weil das ist ganz schön knifflig, das einzustellen und so. Wo ist denn mein Browser hin? Ich kann ja mal kurz, wenn ich hier auf meiner Seitensuche, das ist ja jetzt meine Webseite hier, ne? Wenn ich auf der Seitensuche Starnak eingebe, dann erscheinen nämlich auch die Videoergebnisse von meinem YouTube-Wanderlinse-Kanal. Und dann kann ich hier klicken und dann sehe ich noch die anderen Videos, wo Starnak irgendwie drin vorkommt. Dieses hier ist besonders schön, weil da habe ich den Sony ICF 2001D benutzt, um das zu dekodieren, und da habe ich erst mal gemerkt, was für ein hervorragender So, Sender was man das hier ist. jetzt hört, das ist Und ein wie ganz stark der Mond Starnak-Code ist und was für von tolle der NATO, Landschaften. Das da ist man das ehrlich sowieso nicht mies, mies verraten oder gelaufen so. diesmal. Also, ja, ihr könnt euch das ja mal alles in Ruhe anschauen und da einfach mal rumprobieren, ne? Einfach mal ausprobieren, einfach mal schauen, was ihr da so hinkriegt. Das ist wirklich sehr spannend, macht viel Spaß. Und wer so ein bisschen detektivisches Gespür hat und Lust hat, so am Rumfummeln und so, ne, der wird ja sehr viel Freude bei verspüren. So, in diesem Sinne wünsche ich euch schon mal jetzt sehr viel Spaß und aufregende Stunden.